Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute noch was Neues beginnen. Und zwar wollen wir in Systeme über Topologie sprechen. Gell? Also gleich vorweg, Topologie, das hat nichts, aber schon gar nichts mit Mäusekunde zu tun. Gell? Also da sind wir weit davon entfernt. Aber Topologie ist ein Begriff, der uns ja immer wieder begegnet. Und wenn wir da mal schauen, gell, was er bei der Begriffserklärung bei Wikipedia, da sehen wir, Topologie gibt es in den Naturwissenschaften, zum Beispiel in Geografie, gell, da haben sie Topologie vielleicht schon gemacht, gell, Topologie gibt es in der Mathematik, einmal als Teilgebiet, einmal als topologischer Raum, gell, in der Physik, in der Chemie, nochmal in der Biologie. Ja, also das war Naturwissenschaften, dann Topologie in der Technik und hier steht es, Topologie in Rechnernetzen. Und das ist die Topologie, die uns beschäftigen wird. Gell? Und da steht schon, da geht es um den Aufbau der Verbindungen. Gell? Und das ist jetzt so, ja, ein bisschen vereinfacht gesagt, gell? Also bei den Programmiersprachen, die wir Anfang des Jahres erklärt haben, haben wir gesagt, da gibt es die Paradigmen der Programmiersprachen. Und bei den Netzen, da können wir sagen, ja, da gibt es diese Topologien. Die Topologien, die erklären nicht die Details der Struktur, gell? Aber sie erklären die Grundsätze, die man einhalten kann, wenn man ein Netzwerk baut. Und das ist dann die Topologie. Gell? Und wenn wir da mal reinschauen, gell? Topologie, Rechnernetz, ja, da sehen wir da so ein schönes Bild. Gell? Und da sehen wir verschiedene Möglichkeiten, die Teilnehmer, die Geräte in einem Netz zu verbinden. Und das macht dann die Topologie aus, gell? Und wenn man da mal schaut, was schreiben sie da so Schönes, gell? Also da sagen sie eben, die Topologie eines Rechnernetzes beschreibt die spezifische Anordnung der Geräte und der Leitungen, gell? Also da geht es darum, die Geräte und die Leitungen. Wie man also ein Netz aus Geräten und aus den Verbindungen zusammenbaut, gell? Das ist die Topologie, gell? Also die ein Rechnernetz bilden, über das die Computer untereinander verbunden sind und Daten austauschen, gell? Also es geht um die Geräte und wie die Struktur der Verbindungen ausschaut. Und hier sehen wir eine ganze Reihe von Beispielen, gell? Also da gibt es eben Ringe und es gibt Vermaste und es gibt Sterne und, gell? Also das sind alles verschiedene Topologien. Ja, wenn wir hier weiterschauen, dann sagen sie, ja, sie unterscheiden hier zwischen einer physikalischen und der logischen Topologie. Und ja, was ist denn das jetzt? Die physikalische Topologie erklärt jetzt wirklich den Aufbau der Netzverkabelung. Gell, also wie die Kabel und die Geräte miteinander verbunden sind. Das ist die physikalische Topologie, gell? Da geht es um Hardware. Und die logische Topologie beschreibt, wie die Daten fließen. Und es muss nicht immer dasselbe sein. Gell? Also wir können eine physikalische Topologie haben und eine andere logische Topologie, weil die Daten vielleicht etwas anderes machen, als man es sich vom Kabel her erwartet. Gell? Und da gibt es diese Unterscheidung. Wir werden vor allem die physikalische Topologie betrachten und auf ein paar Aspekte der logischen dann auch eingehen. Gell? Okay, also die physikalische Topologie ist, wie man eben die Verkabelung erstellt. Ja, kommen wir zur Darstellung. Gell? Also, die Topologien im Rechnernetz, gell, die werden grafisch mit Knoten und Kanten dargestellt. Weil das ist wie in der Graphentheorie. Da haben wir auch Knoten und Kanten. Und die Kanten, das sind die Verbindungen. Und die Verbindungen, das sind dann die Kabelverbindungen. Das sind also jene Teile des Netzes, die die Übertragung durchführen.
Während die Knoten sind die Geräte im Netzwerk, gell? Also hier sprechen wir vor allem von Computerserver, ja, Switches, Router und alles, was eben ein Teilnehmer im Netz sein kann. Gell? Okay, also darstellen tun wir sie an die Topologie mit Knoten und Kanten, wie die Graphentheorie, und ausschauen tut es dann eben so. Gell? Also die grünen Punkte, das sind die Geräte im Netz, und die schwarzen Linien sind die Kanten, gell? Das sind die Verbindungen, das sind die Kabel. Also, ja, und dann sagen sie, ja, es gibt eben große Strukturen, gell? Also große Netze, da findet man manchmal mehrere Topologien, aus denen das Netz zusammengebaut ist. Gell? Also man kann das nicht immer reduzieren auf eine einzige Topologie. Gell? Also da gibt es dann Formen, wo man Topologien zusammenbaut, und ja, dann ergibt sich eben ein typisches Netz. Gell? Und wenn wir da mal schauen, gell? Also da haben wir eben zum Beispiel die Sterne, gell? Und die Bäume, und da sieht man dann auch, gell? Also die Bäume, die werden aus Sternen zusammengebaut. Gell? Also das ist ein ganz, ganz typischer Fall, diese Bäume. Ja, und die Topologie ergibt dann auch Eigenschaften. Gell? Und diese Eigenschaften, die wollen wir etwas diskutieren und betrachten. Und ganz wichtige Eigenschaft ist eben die Ausfallsicherheit. Gell? Wie sicher ist ein Netz vor dem Versagen, vor dem Ausfall? Gell? Aber auch Sachen wie eben die Leistung des Netzes hängt von der Topologie ab, gell? Oder auch, ja, wie teuer das Ganze wird, gell? Und es braucht für bestimmte Topologien auch bestimmte Hardware, gell? Man kann also nicht Topologien aus beliebigen Dingen zusammenbauen, gell? Also die verschiedenen Topologien, die haben oft eine Geschichte, hat es mit einer bestimmten Hardware gegeben, und dann hat sie nicht mehr gegeben. Also das Ganze ist eben hardwareabhängig. Ja, wenn wir da schauen, aus dem Verzeichnis schon, da haben wir eine ganze Reihe von Eigenschaften, gell? Da wollen wir ein bisschen drüber hinwegsehen, gell? Das Ganze dann so mathematisch zu betrachten. Wer das dann später auf der Uni mal macht, der wird dann noch einige sehen. Und darunter sehen wir hier physikalische Topologien. Genau, und nach diesem Schema wollen wir das betrachten, und zum Schluss geht er da noch ein bisschen ein auf die logische Topologie, aber das, ja, unter ferner liefen. Ja, dann gehen wir mal hinunter und schauen. Und zwar die erste Topologie, das ist die Punkt-zu-Punkt-Topologie. Gell? Ja, Punkt-zu-Punkt, also von einem zum anderen. Das ist so ein minimales Netz, gell, mit nur zwei Knoten, die direkt miteinander verbunden werden. Gell? Also da haben wir ein Kabel, das zwei Geräte verbindet. Weil, jetzt wird man sagen, boah, was ist denn das für ein Netz? Gell? Also ein Kabel, zwei Geräte. Ja, es gibt aber Fälle, wo man das sehr wohl ja, mal diskutieren sollte. Gell? Und zwar dieses Punkt zu Punkt, das ist einmal die Grundlage für andere Topologien. Gell? Wenn wir da diese Topologien betrachten, gell? Da die Sterne zum Beispiel oder die Bäume, da haben wir Geräte, wo ein Gerät mit einem anderen verbunden ist. Gell? Also das reduziert sich dann auf viele Punkt-zu-Punkt-Topologien, um einen Stern oder einen Baum zusammenzubauen. Gell? Also das ist der eine Grund, warum man das anschaut. Und der zweite ist, es gibt wirklich Situationen, wo man das verwendet, gell? Zum Beispiel auch in einem Netz, wo eben ein Teil des Netzes Punkt zu Punkt ist. Und wenn wir da mal schauen wollen, also wenn wir hier ein, ja, nehmen wir es da raus, also Punkt zu Punkt Verbindung haben, gell? Und was könnten wir da machen? Da könnten wir einen Server mit einem Modem oder Router verbinden, und da geht es dann ins, ja, in die große weite Welt hinaus. Gell? Also da, ja, können wir da machen wir da so eine Wolke. Gell? Also das ist die große Wolke. Gell? Und in der großen Wolke
Ja, da geht es dann wild zu. Und da ist das Internet zum Beispiel. Und da auf der anderen Seite haben wir eine Wolke, das ist das LAN. Also da können wir dann sagen, das da, das ist das LAN. So, Eigenschaften, keine Eigenschaften. So, also, da können wir sagen, das ist schon, das ist die Größe. So, okay. Also, das ist LAN. So, nehmen wir das mit. Und das ist dann nicht LAN, gell? Das ist dann, was ist denn das dann? Das ist, hops, jetzt ist weg. Rückgängig machen. Das wäre dann das Internet. Wieder weg. Ist egal. Nochmals. So. Also das wäre das Internet. Und da gehen wir mal wieder die Eigenschaften anschauen. Mal. So. Und da haben wir das auch gleich groß. Das ist 100 Pixel. Und okay. So. Ja. So können wir es machen. Gell? Also wir können jetzt eine so, Verbindung machen zwischen dem Server und dem LAN, gell? Und doch da haben wir eine Topologie und zwischen dem Server und dem, ja, dem Router, gell? Das könnte ja so Glasfasergerät sein, gell? Oder ja, oder jahrelang haben wir in der Schule immer ein ADSL-Router gehabt, für ja viele Jahre immer der gleiche. Und hier dazwischen könnte man eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung haben, gell? Also eine Punkt-zu-Punkt-Topologie. Ja, warum Punkt-zu-Punkt? Warum haben nicht alle Geräte eine, aus dem LAN eine Verbindung zum Router ins Netz, gell? Warum denn? Ja, weil man in der Schule dann eben kontrolliert, weil man davor eine Firewall aufsetzt und die Firewall lässt halt nur bestimmte Sachen zu und andere vielleicht nicht, gell? Also da hat man dieses Gerät davor und dann hat man eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung hierher. Oder aber, wenn man im LAN vielleicht mehrere Server haben und die machen bestimmte Dienste, ja, was können wir dann machen? Dann könnten wir die Verbindung zwischen den Servern Punkt zu Punkt machen. Das kann einen Vorteil haben, weil zwischen den Servern haben wir vielleicht öfter einen Austausch von Daten. Und um da nicht übers LAN zu gehen und die Switches da zu belasten, können wir zwischen den Servern eine direkte Verbindung Punkt zu Punkt haben, wenn es zwei sind. Und so etwas, das haben wir mal vor viele Jahre gehabt. Da haben wir, ja, es war nicht so eine tolle Situation, da haben wir mehrere kleine Server gekriegt, anstatt große und weniger haben wir eben 10 kleine Server gehabt. Gell? Ja, was haben wir dann gemacht? Da haben wir auch so einen Linux-Terminal-Server aufgebaut und haben das halbe Labor mit einem Server laufen lassen und das andere halbe mit dem anderen. Jetzt haben wir aber die Benutzerdaten ja auf beiden Servern gebraucht. Also haben wir das Dateisystem des einen Servers für den anderen exportiert. Also die Server haben gegenseitig ihre Daten gesehen und vor allem eben die Home-Verzeichnisse der Benutzer. Und ja, wie hat man das gemacht? Jetzt hat man diese Home-Verzeichnisse alle über das LAN dann eben hin und her ja, freigeben können gegenseitig, gell? Das hätte das LAN sehr belastet, gell? Also haben wir was gemacht? Wir haben eine Punkt-zu-Punkt-Topologie zwischen den beiden Servern gemacht, gell? Also das geht. Oder was auch manchmal gemacht wird, wenn man einen Dateiserver hat und hinter dem Dateiserver hat man dann noch so etwas wie eine NAS, so ein Network Array Storage oder so, gell? Also so eine Netzwerkfestplatte. Aber ja, was könnte man da machen? Da kann man die natürlich ins LAN geben oder jemand sagt, na 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 na.
Das macht man nicht, gell? Also da geht man nicht solche Geräte im LAN zur Verfügung stellen. Also macht man eine Verbindung dieses Gerätes, dieser NAS, direkt zum Server. Und das LAN sieht dann nicht die NAS, sondern nur den Server. Und der Server ist Punkt zu Punkt mit der NAS verbunden. Gell? Also es gibt schon so mehrere Fälle, wo man diese Topologie dann auch einsetzt. Gell? Also aus Sicherheitsgedanken oder auch Leistungsgedanken. Gell? Also, oder wie zwischen unseren zwei ja, Linux-Terminal-Server, die wir gehabt haben, dann nochmal eine ja, starke Datenverbindung herzustellen. Gell? Also da könnte man schon mehrere solche Situationen haben. Gell? Ja, das ist also Punkt-zu-Punkt-Topologie. Und ja, hier machen sie auch so Beispiel Fiber Channel, gell? Also für solche Netzwerkgeräte, gell? Also Speichernetzwerke, sagen sie da. Gell? Jetzt haben wir mal Vorteile. Ja, das Netz bietet jedem angeschlossenen Rechner die gesamte Bandbreite. Ja, ist klar, sind nur die zwei da. Also die können also den Kabel mit maximaler Leistung benutzen. Und ja, das ist eine feine Sache, gell? Und fein ist vor allem, weil man es weiß, gell? Es ist vorhersehbar, gell? Also ist nicht vielleicht, nein, das ist so, gell? Also man hat also die gesamte Bandbreite auf den Kabel und man weiß es, gell? Dann, und da sagen sie was, da boah, bin ich nicht so ganz einverstanden, das ist leicht erweiterbar, gell? Also leicht erweiterbar mit Punkt zu Punkt, das stimmt nicht, gell? Also leicht erweiterbar, wenn ich dann einen Switch einsetze, aber dann ist nicht mehr Punkt zu Punkt, dann habe ich dann andere Geräte und die haben eine andere Topologie, nicht mehr Punkt zu Punkt, gell? Aber naja, also Wikipedia immer kritisch lesen auch. Ja, leicht verständlich, ja, das ist sicher die einfachste Topologie. Geil, und entsprechend ist er dann auch von den Topologien am leichtesten zu verstehen. Ja, es steht leichte Fehlersuche. Ja, wenn was passiert, testet man einen anderen Kabel, testet man eine andere Netzwerkkarte. Geil. Also in einem der Geräte, da wird es schon falsch sein, weil vielleicht ist jemand falsch konfiguriert. Auf jeden Fall, je weniger Geräte in einer Topologie im Netzwerk vorhanden sind, gell, umso leichter ist es dann, den Fehler einzukreisen. Gell. Und dann können wir das Liedchen singen. Gell. Also ja, Fehler kommen raus, du bist umzingelt. Gell. Ja. Mhm. Dann steht hier kein Routing benötigt. Gell. Ja, das ist klar, gell. Das Routing haben wir noch nicht gemacht, gell. Aber das Routing, das geht, ja, das ist der den Weg weist. Gell. Also, da, und da der Postler gell, in der Gemeinde, im Dorf oder in der Stadt, in den Straßen, der weiß, wo es hingeht, gell, und der Router, der weiß auch, wo es hingeht, gell. Und der Router, der bringt die Pakete, der weiß den Paketen, wo es lang geht, gell. Das ist das Routing, das Wegweisen. Und ja, wenn wir nur einen Kabel und nur zwei Geräte haben, gell, alles, was wir aus einem Gerät rausschreiben, muss das andere lesen und umgekehrt, gell. Also da brauchen wir kein Routing, gell. Also das ist dann sehr, sehr einfache Sache. Ja, Nachteile. Nachteile, sie sagen da, ja, sie ziehen sich da die Sachen so ein bisschen von der Nase raus, gell? Also es ist dann, ja, sie sagen als Eintragung jedes Nutzers auf jeden Rechner. Ja, wenn ich keine Benutzerverwaltung habe, weil dann habe ich auch, muss ich Benutzer eventuell auf jeden Rechner eintragen, gell? Aber das ist klar, weil also das ist ein, ja, oder keine zentrale Verwaltungsmöglichkeit. Das hängt von den Geräten ab, gell? Wenn eines der Server ist und der andere der Client, dann liegt die Verwaltung beim Server. Gell? Also das sind so Sachen, die hängen nicht von der Topologie ab. Gell? Also hängt davon ab, was man damit macht. Gell? Freigeben auf Benutzerebene nicht möglich. Ja, hängt wieder davon ab, wenn ich keine Benutzer habe. Dann ist auch keine Freigabe auf Benutzerebene möglich. Gell? Wenn aber, wie gesagt, einer ein Server ist und der andere der Client, dann kann ich sehr wohl Sachen freigeben. Gell? Also das stimmt von mir aus so nicht. Gell? Ja, dann höchster Aufwand für Verkabelung bzw. Funkverbindungen. Der Aufwand ist, ja natürlich, wenn ich jeden mit jedem verkabeln möchte, dann ist der Aufwand riesig. Gell? Also das stimmt schon. Gell? Aber
dann ist auch nicht mehr eine Punkt-zu-Punkt-Topologie. Also das ist dann ja so ein bisschen ja, bei den Haaren herbeigezogen. Gell? Ja, dann steht hier die Sterntopologie. Also vor der Sterntopologie möchte ich eine andere machen, und zwar die Bustopologie. Gell? Nicht, weil sie einfacher, ja, sie ist vielleicht auch einfacher, gell? Aber sie ist vor allem geschichtlich vorausgegangen. Gell? Und geschichtlich vorausgegangen auch bei der Ethernet-Technologie. Gell? Also heute haben wir ja hardwaremäßig, gell? Und alles, was dann drauf auf die Hardware zugreift, vor allem Ethernet-Technologie im Local Area Network, im LAN. Und ja, die Ethernet-Technologie, die war lange Zeit eine mit der Bustopologie realisiert. Gell? Ja, und wie schaut denn das jetzt aus mit dem Bus? Gell? Das schaut so aus. Gell? Dort haben wir, wo ist das klein? Wir haben einen Bus. Und der Bus, gell, das ist so wie bei der von Neumann-Architektur, der ist für alle da. Gell? Und der Bus im Netz erlaubt allen Teilnehmern, allen Geräten einen Zugriff darauf. Und so ist dieses Medium, dieses Kabelmedium eben zwischen allen Geräten hier drinnen, und alle Geräte sind daran angeschlossen. Gell? Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, um ein Netz zu machen. Man muss einfach nur bei allen Geräten einmal vorbeischauen. Gell? Und dann ja, und dann hat man schon ein Netzwerk. Gell? Also das, heute baut man es anders, heute hat man irgendwo die Switch. Gell? Das ist dann das, was wir Sterntopologie nennen, wo alle Geräte zu einem zentralen Gerät hin müssen. Gell? Das hat man damals nicht gehabt. Da hat man ein Kabel von einem zum nächsten Computer gezogen, gell? Und hat einfach die Computer und die Geräte, die im Netz waren, alle drangeschlossen. Gell? Und das war schon der Bus fertig. Gell? Also sehr einfach. Und ja, wenn wir das jetzt da mal so, müssen wir zurückgehen. So, nochmal, okay. Ja, wenn wir das mit dem Bus jetzt anschauen, wie hat denn das ausgeschaut? Gell? Da hat man dann nicht solche Twisted Pair Kabel gehabt, wie man sie heute gehabt, gell? Sondern da hat man solche BNC Kabel gehabt. Gell? Also schauen wir, da haben wir mal solche. So, also da hat man solche Kabel gehabt, gell? Und da hat man solche Anschlüsse gehabt, gell? Also so koaxiale. Und solche Koaxialkabel, ja, die habt ihr ja auch irgendwo in Verwendung, gell? Und zwar in der Telekommunikation. In der Telekommunikation, im Telekommunikationslabor, da habt ihr Geräte wie die Oszilloskope zum Beispiel, die haben solche Anschlüsse und sie können dann eben ganz, ganz tolle Messungen machen, gell? Also an und für sich ist ein solcher Kabel eine gute Sache, gell? So ein Koaxialkabel ist eine gute Sache, und der BNC-Stecker dann, gell, der Bajonett-Stecker, ist eine feine Sache. Eigentlich besser als diese Twisted Pair-Kabel, die wir heute verwenden. Gell. Aber, ganz genau, das Aber, wenn wir hier, ja, schauen wir uns das nochmal an. Gell, da haben wir wieder so ein Kabel mit so einem Bajonettverschluss. Und hier haben wir drei Teile, gell? Also eigentlich zwei Teile. Das erste ist ein D-Stück mit einem Terminator drauf, und dann haben wir das D-Stück alleine, und dann haben wir den Terminator. Gell? Wofür brauchen wir das? Also das D-Stück kommt auf die Netzkarte eines PCs oder eines Gerätes drauf, und daran, am D-Stück, kommt dann, ja, kommen die zwei Kabel, gell? Also ein Kabel, der herkommt, und dann der andere, der weitergeht, gell? Und ganz am Ende kommt der Terminator, gell? Also wir terminieren das Netzwerk, und das ist da dieses grüne Teil, und diese Terminierung brauchen wir, gell? Damit am Ende des Netzes das Signal aufgefressen wird, gell? Nicht, dass es reflektiert wird, weil das wäre dann schlimm, gell? Also das Signal muss definiert dann eben ja, das muss eben geschluckt werden vom Terminator. Ja, und ja, das sind die Teile, die wir brauchen, gemeinsam
mit dem Kabel und schon können wir ein Netzwerk bauen. Gell? Toll, wenig Kabel. Gell? Aber wo liegt denn das Problem? Gell? Das Problem ist, das Ganze ein bisschen empfindlich ist. Gell? Also wenn da von einem Computer zum nächsten dieser Kabel geht und wenn da einer mal ja, einer rausgesteckt wird, ein solcher Kabel, was passiert denn dann mit dem Netz? Wenn man, ja, wenn man da, halt, da hat man, ja, da ist eine solche Netzkarte dann, gell, mit einem Anschluss, wo das D-Stück drauf kommt, gell. Ja, wenn man das mal anschaut in der Topologie, wenn irgendwo ein Kabel geöffnet wird zwischen einem und dem anderen Rechner, dann ist Schluss, dann funktioniert das Netz nicht mehr. Gell. Und zwar das gesamte Netz funktioniert dann nicht mehr, das ist das Schlimme, gell. Also heute, wenn heute im Stern etwas ausfällt, dann fällt nur da dieses Stück aus und der Rest funktioniert. Aber mit dieser koaxialen Verkabelung, wo wir von Rechner zu Rechner, von D-Stück zu D-Stück fahren, gell, da darf nichts ausfallen. Und das war das große Problem. Gell. Also die ersten Netze an der Schule, die waren solche Netze mit Bustopologie. Und hat sich einer mal einen kleinen Scherz erlauben wollen, dann hat er einfach einen solchen ja, Bajonettverschluss geöffnet, ein bisschen, gell. Das hat man nicht sofort gesehen, aber das ganze Netz stand still, gell. Also das war das, ja, war das Problem dieser Verkabelung, dieser Topologie, gell. Ja, die Leistung war 10 Megabit pro Sekunde, gell. Heute haben wir Gigabit-Netze oder auch mehr, gell. Also, könnt ihr euch vorstellen. Okay, gehen wir es mal vergleichen da. Vorteile. Ja, man kann Kosten sparen. Gell? Also geringe Kosten, gell? Weil man einfach von Rechner zu Rechner fährt. Man erspart sich viel Kabelmaterial, gell? Es wird billiger. Einfach Verkabelung und Netzwerkerweiterung. Ja, Erweiterung, gell? Also man braucht dann einfach ein D-Stück, gell? Das kommt auf den PC rauf, der da mit hinein muss, gell? Und dann Kabel dann noch zusätzlich und schon kann man das Netz aufmachen und dann kann man zusätzlich einen Rechner hineingeben, gell? Ja, und dann noch was, es braucht keine aktiven Netzwerkkomponenten, gell? Und das ist eine feine Sache, weil wenn wir den Switch betrachten zum Beispiel oder den Hub oder sonst andere Sachen, gell, die brauchen alle eine Versorgung, gell, die haben Elektronik drinnen, gell, die Elektronik kann kaputt werden, gell, oder ja, und ja, dieses Kabel, das läuft von Rechner zu Rechner und das war's schon, das Netz ist fertig, gell. Es hat auch also Vorteile. Nachteile, ja, die Nachteile durch die Liste. Und zwar, nachdem alle Geräte einfach nur auf dem Bus drauf sind, hat jeder die Möglichkeit zu hören, was der andere eben sendet. Gell? Also man kann das, was man einen Sniffer nennen, einer der mithört da, gell? Das kann man hardwaremäßig nicht verhindern, dass da jemand mithört. Gell? Da muss man dann schon eine Verschlüsselung machen. Gell? Also muss man die gesamte Übertragung verschlüsseln, das was heute eigentlich oft schon gemacht wird. Dann eben die Störung eines Übertragungsmediums, gell, an einer einzigen Stelle, gell, legt das ganze Netz lahm, gell, also das kann auch sein, dass das, was weiß ich, das kann der Besen sein, gell, also jemand putzt, macht das sauber und ist besonders gründlich, gell, und schon ist passiert, gell, und schon haben wir den Schaden komplett, gell, das, ja, dann was anderes. Es kann also zu einem Zeitpunkt immer nur ein Gerät senden. Alle anderen müssen zuhören. Also das ist bei einem geswitchten Netz nicht unbedingt der Fall. Du hängst vom Switch ab. Gell? Also wenn man nicht nur unbedingt einen 15 oder 20 Euro Switch haben, sondern einen bisschen tolleren Switch, gell, dann kann man da auch parallel arbeiten. Gell? Also bei einem Bussystem nicht. Da kann immer nur ein Gerät dann drauf schreiben und die anderen müssen eben lesen. Und wenn man da nicht aufpasst, gell, dann kommt es zu Kollisionen. Gell, also da, wenn alle durcheinander sprechen, gell, das ist
Ja, das kann passieren, gell? Das kommt bei uns auch manchmal vor, dass wir uns nicht an die Sprechregeln halten und ein bisschen durcheinander reden, gell? Dann kommt es zu Kollisionen. Und im Bus, ja, im Bus ist das nicht gut, gell? Weil der Bus, der kann sich nicht wehren, gell? Also der Bus, der, ja, da kommen Kollisionen und das ist dann ein Problem. Dann funktioniert es nicht und dann muss man neu senden und so, gell? Und wenn dort zu viele Kollisionen dann sind, gell, dann bricht die Leistung ein. Ja, das da ist eigentlich ist ein Nachteil, gell? Also die Nachteile in der Kollisionsverwaltung, gell? Also die Nachteile, gell? Ja, im Sniefen oder die Nachteile, gell? Des Problems, wenn also irgendwo etwas ausfällt, dann geht nichts mehr, gell? Und das Ganze ist eigentlich der Grund gewesen, warum man dann vermehrt zu einer anderen Topologie gekommen ist. Und heute haben wir diese Twisted Pair-Kabel und wir verwenden eine Topologie, die eine Sterntopologie ist oder von der Sterntopologie eine abgeleitete Topologie davon, was man dann eine Baumtopologie nennt. Gell? Auf jeden Fall, diese Sterntopologie, da haben wir die Endgeräte, also typischerweise Computer und Server, und die sind alle mit einem zentralen Gerät verbunden. Und dieses zentrale Gerät, ja, das ist typischerweise ein Switch heute, gell? Früher war es oft ein Hub, gell? Weil der Hub einfach, ja, er war zuerst da und er war billiger, gell? Und irgendwann sind die Switches dann gekommen, die waren also sehr teuer am Anfang, gell? Und plötzlich waren sie eben nicht mehr teurer als die Hubs, gell? Und dann haben alle Switches gekauft und heute sind Hubs kaum mehr auf dem Markt zu finden, gell? Ja, und das ist die Idee, gell? Also dass man also jedes Gerät einen Kabel hat, eine Verbindung mit dem zentralen Gerät. Und ja, das ist eine tolle Sache, gell? Das macht also das Netz dann ausfallsicherer, gell? Wenn also irgendein Kabel ausfällt, dann fällt nur die Verbindung eines Gerätes zum Switch hinaus und nicht das ganze Netz, gell? Also das ist schon fein, gell? Ja, und wenn wir da mal so ein bisschen schauen, da zählen sie dann mehrere Vorteile auf und weniger Nachteile, gell? Aber gehen wir mal schauen. Also erstens, der Ausfall eines Endgerätes, gell, hat keine Auswirkungen auf den Rest des Netzes, gell? Also wenn also ein Gerät ausfällt, gell, dann passiert nichts mit dem Netz, gell, das funktioniert trotzdem. Natürlich, da sagen sie nicht, wenn der Server ausfällt, gell, dann funktioniert gar nichts mehr, gell. Aber sie meinen ja auch nicht die Dienste, sondern sie meinen das Netz selber, gell. Also wenn auch da irgendwas ausfällt, das Netz wäre schon noch funktional, gell. Also wenn dann ein Gerät etwas anbietet, was aber fürs Netz wichtig ist, dann funktioniert es halt trotzdem nicht. Aber das ist dann auf einer Dienstebene und nicht auf einer Ebene dieser Topologie oder der Verkabelung, gell. Dann steht hohe und verschiedene Übertragungsraten möglich. Jo, was heißt denn das jetzt? Da sind jetzt viele Sachen drin. Also, hoch heißt natürlich, dass wir hier mehr senden können als bei der Bustopologie. Gell? Bei der Bustopologie kann immer nur einer schreiben, die anderen müssen zuhören. Gell? Und das ist hier nicht mehr der Fall. Gell? Also hier hängt es vom Switch ab. Gell? Natürlich, wenn man also irgendwo ja, beim Deskbar einen 15 oder 20 Euro Switch mitnehmen, da können wir uns nicht erwarten, dass die Datenrate gut ist, gell? Wenn wir aber einen Switch haben, der mehrere hundert Euro gekostet hat oder auch 1000 Euro, gell? Dann erwarten wir uns, dass der Switch eine gute Übertragungsrate ermöglicht, gell? Und dass er auch verschiedene Übertragungsraten dann ermöglicht, gell? Das ist dann auch eine feine Sache. Ja, leichter weiterbar, gell? Also im Prinzip ja, gell? Hängt aber natürlich vom Switch ab, gell? Also wenn der Switch noch Reserven hat, wenn er also freie Ports hat, gell? Dann ist es sehr einfach zu erweitern, gell? Aber wenn die Ports nicht mehr da sind, dann können wir vielleicht zwei Switch dann zusammenstecken, gell? Und einen großen daraus machen, funktional zumindest, gell? Das heißt also, das ist die Erweiterbarkeit. Was dann auf die Leistung auch Einfluss hat, wenn wir da zwei Switches zusammenschließen, um dann daraus einen zu machen, das ist eine andere Sache. Da muss man ein bisschen aufpassen, gell?
Ja, leicht verständlich. Ja, nicht mehr so leicht wie ein Bus oder wie ein Punkt-zu-Punkt-Topologie, aber halt an und für sich schon noch verständlich, gell? Leichte Fehlersuche, ja, das hängt schon vom Fehler ab, gell? Also das, ja, aber einfacher als vielleicht eine der Baumstruktur oder so, das wird komplexer, gell? Ja, da schreiben Sie kombinierte Telefon- und Rechnernetzverkabelung möglich, das würde ich doch mal wegnehmen, also da kombinieren, ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht, gell? Also, das hängt davon ab, wie man es machen will, gell? Aber hat man IP-Telefone, dann ist es auch nicht abhängig von der Topologie, vielleicht, gell? Aber naja, wenn wir heute schon Netze und Telefone zusammenhängen, gell, dann haben wir da meistens eine Telefonzentrale und die Telefonzentrale löst dann das Problem. Und hinter der Telefonzentrale im Netz ist das Telefon dann nur mehr ein normales Netzwerkgerät. Gell, also das ist dann, ja, ach, das ist vielleicht ein bisschen überholt, dieser Punkt. Sehr gute Eignung für Multicast- und Broadcast-Anwendungen. Oh, okay. Was heißt das? Also Broadcast bedeutet, dass einer mit allen spricht. Und Multicast bedeutet, dass einer mit vielen spricht. Und warum soll das mit dem Switch jetzt besonders gut gehen, dass einer mit allen oder einer mit vielen spricht? Ja, das geht besonders gut, wenn der Switch ein toller Switch ist. Und weil er dann das, was gesagt wird, an alle verteilen kann. Gell? Also das ist die Idee dahinter. Gell? Und interessant ist das, wenn man also einen Datenstrom hat, gell, oder eine Kommunikation, die eben viele betrifft. Und dann kann man wirklich eine, ja, Kommunikation gestalten, ein Protokoll gestalten, dass das eins zu viele dann implementiert und, ja, und wer das wirklich dann kommuniziert, das eine, und es geht gleichzeitig an viele, das ist dann eine feine Sache. Aber das muss vom Switch ordentlich unterstützt werden. Wenn das vom Switch nicht ordentlich unterstützt wird, weil da funktioniert es nicht gescheit. Und wenn es nicht gescheit funktioniert, gell, da können wir es gleich vergessen. Gell? Okay. Ja, es gibt also viele Netze, wo das nicht richtig funktioniert. So, kein Routing benötigt, steht da. Okay. Also kein Routing benötigt heißt noch, dass jeder jeden sieht. Gell? Und wenn jeder jeden sieht, dann braucht man keine Vermittlung dazwischen. Gell? Das ist, dass wir kein Routing brauchen. Gell? Also wenn ein Paket rausgeschickt wird, gell, dann findet es dann ja, seinen Empfänger schon, gell, also das ist die Idee dahinter, kein Routing benötigt, gell. Aber das mit dem Routing, da müssen wir noch ein bisschen drauf eingehen, wie das funktioniert. Nachteile. Ja, wenn also die Zentrale, die der Switch typischerweise, gell, ausfällt, dann ist vorbei. Also wenn im Netzwerk der Switch ausfällt, dann müssen wir einen neuen kaufen. Gell? Wenn wir Glück haben, steckt man an, gell? Kabel austauschen und das war's dann, gell? Und der läuft wieder. Wenn er aber managed ist, wenn er verwaltet ist, dann müssen wir schauen, was wir machen. Gell? Okay? Also das ist nicht ganz ohne. Und das andere, das ist der Kabelaufwand. Gell? Also wenn ihr da, rechnen Sie mal in einem Labor, 30 Dosen sind gerichtet, jede Dose ist im Schnitt, ja, sie startet, wenn wir bei 220 sind, sie startet auf 220, macht eine ganze Runde im Labor, geht dann, ja, geht dann unter den Boden durch, kommt im Serverraum wieder heraus, gell, und kommt dann dort, ja, auf so ein Panel, gell, wo dann alle Kabel dann eben zugänglich sind. Und ja, wenn wir da mal schauen, 30 Kabel mal durchschnittliche Länge, manche sind kurz, sind 10 Meter, gell? Manche sind lang, gell? Gehen da die ganze Seite runter, beim Fenster runter und dann wieder runter in den Boden und kommen, machen sie 30 Meter lang. Gell? Also zwischen 30 Meter und 10 Meter irgendwo so im Mittel haben wir vielleicht 20 Meter. 20 Meter mal 30 sind 600 Meter Kabel, gell? Also mehr als ein halber Kilometer Kabel, um eine solche Vernetzung wie den 2.20 zu machen. Gell? Gell? Also der Kabelaufwand, der ist nicht ganz ohne, wenn auch ein Meter Kabel nicht viel kostet, wenn auch ein Meter Kabel kostet weniger als 1 Euro, gell? Haben wir trotzdem mehr als 500 Euro Kabel drinnen. Gell? Und wenn wir einen guten Kabel verwenden, kostet er halt schon ein bisschen länger. Gell? Okay. Ja, das wären die ersten drei Topologien gewesen. Gell? Also die Punkt-zu-Punkt-Topologie,
Lichttopologie, hier nicht mal gezeichnet, die Bustopologie und die Sterntopologie. Ja, das war der Anfang der Topologien.